Aber jetzt machen wir erstmal den Booster fertig. 8, 5, 4, 1, ja. So. Dann passt es. Dann muss man das noch aktivieren. Ist aktiviert. Nein, ist deaktiviert, toll. Bing. Gut, hat sich nichts geändert. Da ist der Fehler. Und jetzt macht's, glaub. Ach so. Das erklärt natürlich jetzt einiges. So. 58 haben wir, ja, genau, Punkt auf die Minute. Passt schon. So. Oh, und da steht schon wieder der Gelenkbobo. Ich finde den so cool. Du könntest gerade meinen, das wäre der Nachbar von neben dran, ne? Aber guck mal, das Nummernschild. H-E-R. H-E-R steht eigentlich für Herne. Herten. Herne, Herne. Kann mir jetzt ja auch mal. Ja, gerne, Johannes. Das wäre gerne. Kein Problem, weil wie gesagt, ich fahre jetzt noch, wenn es hinkommt, 2 Touren mit 3.000 einnehmen und dann hätte ich meine 15.000 für den Betrieb halt schon eingefahren. Weil ich werde dann danach noch, danach erstmal mit dem LS 22 weitermachen. LS 22 oder weil ETS wird heute nicht mit drin sein. Mit dem Beschissensplan. Beschissensplan, ja. Power by Power Creation bei Justin. So auf den Sparkassenbuster aufgeschrieben. Ich habe da jetzt 2 Wagennummern von. Beschissen 6 heißt es dann. Der eine hat keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was der für eine Wagennummer hat. Da steht auf jeden Fall richtig dick und fett hinten auf dem Heck drauf. Irgendwas mit Beschissensplan. Muss ich mal reingucken. Bist du blöd? Auf jeden Fall was draufgeschrieben. Ja, oder ich weiß nicht, mal gucken, ob wir jetzt, ob wir dann LS machen oder was anderes, also, muss mal gucken. Weil die Forstwirtschaft, ich meine, ja, müssen halt ein bisschen was aufräumen, aber wenn da noch Schnee liegt, lasse ich noch weiterlaufen. So, wir werden dann ready, ne? Abfahrt. Was ich auch schon wieder komplett dumm finde, der LEU zum Beispiel, ne? Ja. Der hat einen Informationsmonitor drin. Die LEs, die normalen Stadtbusse, nicht. Okay. Oder hat der auch einen drin? Micky. Auch Grüßerin raus. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, guck mal, du kannst F2 drücken und dann weißt du das. Achso, F2. Nee, das ist ja nicht der Überlandbus, das ist ja der gleiche, den ich gefahren habe. Ah doch, ja, hat drin. Aber ich will mal wissen, ob der... Doch, der hat auch eine. Der hat drin. Ja, dann haben nur die Gelenkbusse das nicht. Oh je. Ui. Ui. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Überlandbus. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen Stadtpark. Schön, gefällt mir. Ah, es ist gemein, ey.
So. Passt aber. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen Rathaus. Ich bin mal gespannt, wo wir dann abzweigen. Ich hab vergessen, die Sitzbezugungsstange zu machen, die Vollpfosten. Lol. Schwarze Bezüge. Du hast keine Sitze im Bus. Was geht denn bei dir ab? Wolltest du Stehtreifen machen? Die Sitzbezüge, was ich gestern zu erinnern. Ah. Ja. Ich jetzt blau, das ist aber. Hatte. Stangen. Du wolltest also sagen, dass die ein bisschen unsittlich aussehen. Aha, alles klar. Das haben wir als Beweis. Ruhe auf den billigen Plätzen. Was denn? Guten Tag. Guten Morgen. Ja. Guten Abend. Haben wir was? Oh, ja, der ist gut. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Abend. War das auch so? Diesen einen Moment. Schön. Gut. Hier geh. So. Oh, da stellen wir da unsere schiefe Partybus hier. Party People. Und dann die andere ist .png. Jetzt habe ich am besten die Stangen noch vertauscht. Das wäre auch ein Knaller. Oh, yeah. Abfahrt! Nächste Haltestelle. Oh. Hohenkirchen, Feld am Berg. Machen wir für den Panzer da mal Platz, ein MAN, ne? Ja, können wir rausziehen. Plastikbomber, ne? Aber die Schilderung für den Iveco finde ich auch nicht schlecht. Also die Einleitung, wo ich mal kurz überflogen habe. Ich habe beim Johannes mal im Livestream noch mitgeguckt. Mhm. Eingelurkt. War auch nicht schlecht. Welcher Iveco? Der muss mitgeliefert wurde. Mitgeliefert. Ja. Hoppala. Passt nicht schlecht. Man kann hier gar nicht die Sitze ändern. Was ist das denn für ein Mist? Guten Morgen. Morgen. Soll ich jetzt nicht erzählen, dass du hier nur blaue Sitze hast? Sitzbezug, Stangen. Farbschema. Ah, stimmt, wir wären jetzt eigentlich hier links dann gefahren, ne? Bei der letzten Linie ziehen wir dann wieder zurück von der Gesamtschule und, Hab's auch gefunden. Stimmt. Macht Sinn. Nächste Haltestelle, Gesamtschule Hohenkirchen. So ein beschissenes Plan. Macht Sinn. Krieg ich das jetzt ewig zu hören? Guten Tag. Macht Sinn und sehr effektiv. Ah. 100% Beschiss. Ja, willkommen bei Ihrer Sparkasse. Herr Justin, Filialinhaber. Da kriegst du nur Stinkigkeiten gekauft, gelegt. Nein. Sparkasse ist so eine Bank, da würde ich nie hingehen. Sag ich dir ehrlich. Würde ich nie hingehen. Sparkasse. Will nix hören. Ist mir viel zu teuer. Will nix hören. Ich krieg so einen Blick automatisch nach links. Ah, da. Ich bin automatisch nach links. Ah, nein, das. Ich hab schon wieder was Lachendes hinterm Bildschirm. Du sagst, hey, ja, aber genau dich meine ich. Du bist vorbeigegangen lachend, also bitte sag nicht, dass. Hau doch mal voll in den Bildschirm rein und mal gucken, was da passiert. Alter, fall da immer auf, ey. Aber mal so richtig reinlacken. Ey, das gibt's nicht, ey. Da stand ja meine Freundin, ne? Voll durch den Bildschirm hindurch, oder was, ha?
Oh, wie so einer. Ui. Und da habe ich noch als Fahrgast, ne? Ja. Sag mal, lieber Chat, wer sie habe, er hat sich dann alles schon in rein Silbergold-Ticket unten in der Kanalpunkte geholt. Das habe ich ja viele Schwarzfahrer hier. Oh. Schönes Vorbild. Er macht einfach im Hintergrund da weiter, ne? Hättest du allererste sein müssen. So ein Schwarzfahrer hier, der Justin. Jetzt nicht mehr, aber. Immer. 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 Deswegen läuft es bei dir auch im RP nicht gut. Da, halt die Köpfe. Nein, nicht der Ort. Guck ganz genau, wo man stehe. Abschäle. Das hat sich bei dieser komischen. Hallo. Moin. Ich habe jetzt so einen Razer Kopfhörer gekauft. Ja. Razer Kraken V3 Pro. Ja. Boah, ich könnte schon wieder austicken. Die sollen 44 Stunden ohne LED halten. Ja. Nach 3 Stunden sind die Dinger einfach leer. Na super. Ja, habe ich mir welche gekauft. Da war einfach dieser Bluetooth-Stick nicht dabei. Musste ich zurückschicken. Jetzt habe ich mir die im Markt gekauft, da ist dieser Stick dabei und jetzt halten die keine 44 Stunden. Sag mal, ist das ein Betriebs-, na, Lackiererei ist das, wenn man lesen kann, ist mal ein Vorteil. Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn es nämlich so ein kleines Busdepot ist, hätte ich gesagt, jo. Das wäre einer. Busdepot hast du, glaube ich, gar nicht. Doch, Betrieb. Also Betriebshof haben wir. Ich. So, wir müssen jetzt links, ne? Jo. Richtung. Ja. Ja, Dürren höher. Gott, ich habe mein Gehirn angestrengt. Mein Gehirn angestrengt. Ich hab's mal. Ja, beim Busfahren bin ich mehr so chillig. Ich guck aufs Navi und fahr einfach. Aber jetzt akzeptiert er die Sitze nicht. Ganz einfach. Oh. Du hast beschissen. Der fährt, das ist ja unglaublich. So ein Kulter. Ja. Ein wundiger Kulter. Warum nimmt er denn jetzt die Sitze nicht? Also Hunde im Bus sind verboten, ne? Weißt du. Was denn? Aber du hast ja leider schon ein Busticket gezogen. Ja, dumm gelaufen aber auch, ne? Ha. Kann jemand mal den Köder in die Ecke drehen? Kann mal jemand den Köder in die Ecke treten? Ach, ich hab ja auch die. Ach. Falsche Datei drin, ne? Was ist denn heute los? JPG. Das PNG. Es ist Feiertag. Mehr Feier als Tag. Deswegen sieht das so aus, ha? Ah, auch schon eine schöne Abzweigung. Ah, ich darf also 60 fahren, das ist gut. Nee, du darfst nur 60 pro Reifen. Nächste Haltestelle. Ha. Da muss keiner aussteigen, sonst bleibe ich auf Knallgas. Bitte. Anschnallen bitte, ne? Ganz vergessen. Vorsichtiger fahren. Ah. Vorsichtiger fahren.
Bei dem Slalom, wo hier herrscht, brauchen sie auch kein Bier mehr. Umsteigemöglichkeiten bei Justin, da wird's schlimmer. Was? Bei mir wird's besser. Habt ihr schon mal das Bild gesehen? Habt ihr schon mal das Bild gesehen, wo der Bus auf der Seite lag? Justin. Nee, das war's auch schon. Nein, ich hab noch nie einen Bus auf die Seite gelegt. Noch nie. Weißt du, wer das mal geschafft hat? Also der Kixiano. Der hat das in Omsi mal geschafft, einen Bus auf die Seite zu legen. Wie das denn? Der hat die Busse getestet. Inwieweit du die schließen kannst. Und dann ist er mit Vollgas um die Ecke geschossen am Kudamm in Berlin. Da hat die Karre sich voll auf die Seite gelegt. Volle Kanne. Ach du Scheiße. Das hast du noch nie gesehen. Er fragte mich noch, hat es eigentlich schon mal jemand von euch geschafft, den Bus auf die Seite zu legen? Ich so, nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich hab's nur geschafft, dass ich gefahren bin und bin mal durch die Straße gefallen. Alheim. Ja, was glaubst du, was danach passiert ist, nachdem der Bus sich auf die Seite gelegt hat? Hab die KI ein bisschen übertrieben, hab's halt mal ein bisschen aufgedreht bei 600, Straßenverkehr auf 80. Alter. Ein kurzes Zucken und dann hast du gemerkt, wie du so schwupp, 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 schwupp und weg warst du. Bodenlos. Ja, das stimmt, das war eine bodenlose Frechheit. Keine Fahrkarte, bitte. Was? Danke schön. So eine Rotzbacke. Nein, passt schon. Parkplatz, Kletterwand, echt? Ey, ich spiele da gerade meine Playlist ab. Die Drecksau spielt gerade meine Playlist ab. Mann! Würde mich stinken, wenn ich du wäre. Auch passt schon. Was? Bei 30 um die Kurve fängt er schon an zu meckern. Ich muss die Reifen runterbekommen. Der muss sowieso bald gleich mal zum Reifenwechsel. Unser Werkstattmeister. Nee, unser Werkstattlehrling Justin macht das dann. Alles mache ich. Also, wir haben drei Justins, ne? Den normalen Justin, ne? Der jetzt auch hier ist. Dann haben wir den linke Justin und wir haben den rechten Justin. Ja. Man nehme Justins linke Hand und man hat Justins rechte Hand, ne? Deswegen sage ich ja, wir haben die linke und wir haben die rechte. Okay. Der holt wieder Lava, das war schon wieder bodenlos. Was denn? Ich will doch nur gute Laune rausbringen. Obwohl, ich bin die gute Laune. Boah. Schach. Ey, Justin, ich hab dich auf jeden Fall gefunden. Ich find dich auch gleich mal. Alter, bist du geklont worden? Ach, scheiße, ich darf da gar nicht lang. Ach du Scheiße, ey. Und ich wollte schon wieder in die Sackgasse fahren. Siehst du, vor lauter Klonerei, du. Genau, ich könnte die Folge dann so nehmen. Justin auf Abweg. Nein. Machen wir nicht. Mal ausgereist und wiederbekommen. Sag mal, ich hab grad gedacht, die Pflanzen hätten sich bewegt. Boah. Ausspanner, ja. Ich schick dir mal per Discord einen Clip zu aus einer RP-Situation von einem Überfall. Ah. Die Geisel, sag ich dir, war on top. Die hat alles gekillt in dem Moment. Voll. Oha.
Die Geister, die hat alles gekillt. Kann meiner Frage, was das da ist? Ach, die ist jetzt weg, okay. Da will keiner mitfahren. Hä? Ah, die rennt einfach nur hin und her. Na dann, soll sie rennen. Lass rennen. Macht sie mal ein bisschen Sport. Links, rechts, okay. Links, rechts. Nächste Haltestelle. Parkplatz am Rondell. Parkplatz am Rondell. Naja, das könnte man jetzt auch anders verstehen. Schatz, was hast du mir in den Kaffee reingemacht? Was hast du mir in den Kaffee reingemacht? Nee, also im Pulver hast du mir irgendwas reingemixt. Ich spur nicht heute ruhig. Also irgendwas ist heute komisch. Er spurt das mit Nase. Mhm. Ah, was habe ich denn da immer mit dem rechten Rand von der Straße, ey? Habe ich heute Rand? Halt ranzig. Boah, fährt der Scheiße. Ah, danke schön. Das krieg ich sogar im Fahrgasten Arschstadt gedreht. Ranzig. Oh, fährt der Scheiße. Hm, passt ja heute richtig gut. Finde ich nicht fair. Bin ich schon. Ausrufezeichen heißt. War langsam oder gib Gas? Ah, ne. Die lädt es wohl mit nicht mehr. Also hier kriegt man gut Kilometer drauf, muss ich sagen. Ja. Ja, der Gelenkbus muss nämlich auch hier durchfahren. Der ist schon bei der Hälfte. Nächste Haltestelle. Oberhof Ort. Sa LE hat sowieso die meisten Kilometer von allen Fahrzeugen. Meinst du denn hier jetzt? Nee. Doch. Nein. Der LE mit AVU-Werbung hat meiste Kilometer. Also der hat 308, der hat jetzt gleich 390. Der Gelenkbus von uns, der hat mehr. Der hat 400 noch was. Der hat 3 Türer. Der in der Werkstatt stand? Ja. Was? Klar, ich bin mit dem am meisten gefahren. Alter, hast du den auch nur abgelöst? Bodenlos. Sag mal. Los. Wenn ich Kilometer fress, dann fress ich so richtig, ne? Ja, im Busse. Na, was denn? Oh, ein Kreisverkehr. Der erste Kreisverkehr in dem Ostsee. Was mit 40? Nee, ich kenn noch einen Kreisverkehr. 849. Würde man jetzt den Gelenk im manueller Bus fahren mit Schaltung, würde ich sagen, hier einmal die Handbremse und einen fetten Donut drumherum. Da passt es nämlich endlich mal, was Justin sagen wollte. Er wollte schon immer mal einen Donut drehen. Wow. Oh, schön! Das war ja mal ein schönes Detail. Er kommt mir da entgegen. Henny. Grüße. Also ab bei der linksten Betriebssitzung nehme ich dich auseinander, Junge.
Also, liebe Zuschauer, wir kommen dann so wie beim 200 Jahre, Mann. Hast du irgendwo einen Schlagbohrer? Und er nietet den armen Roboter einfach um. Da, dieser Justin. So eine Holzbacke. Mhm. Verpasst mir einfach ein paar mehr Atemlöcher. Ah, ja. Sein heimliches Hobby, Steckdosen befruchten. Na komm schon, das wollen wir so Niveau, wo wir jetzt nicht runtergehen, ne? es ist jetzt noch zu früh. Damit es nicht mehr ist. Ja. Aber, weißt du? Frau, was tiefer haben Sie? Als im, was? Tiefer als im RP kann das Niveau hier nicht mehr sinken. Sag ich dir ehrlich. Deswegen kann man sowieso. Ja, das wundert mich auch nicht. Ich frag mich sowieso schon, wie man dich so hoch stapeln kann, wenn du so flüssig bist. Hält doch gar nichts aus, ey. Einmal kommt ein Windstoß und bist du weg. Das glaub ich nicht. Du klatschst wie auf eine. Du klatschst auf die Frontscheibe wie so eine Fliege. Und einer meint sie dann, es wäre ein Fleck. Schön. Soll ich dir mal was sagen? Nee, jetzt nicht. Schöne Strecke auf jeden Fall. Hat mir auch gefallen. Wir beide werden uns noch im RP wiedersehen. Wo denn? Red Dead, mein Freund. Red Dead, ah ja. Trau auf meine Worte. Ah, kleiner Moment.